Da sind wir wieder. Hier, ein Spieler. Die Big Band spielt. Wahnsinn. Großartig. Warum spielt die eigentlich so lange? Vielleicht hat Stay ja recht. Ja. Ja. Denk mal drüber nach. Könnte man ja auch mal ein bisschen kürzer machen. Ich glaube, Karl hat es auch nicht gefallen, dass wir so lange personalisierte Sub-Alerts haben. Ja, du meinst bitte? Die Weihnachts-Alerts? Ja. Ach komm, weißt du, im Talk, Karl, im Talk sind sie nicht da. Also im Talk haben wir, aber manchmal, in der Pre-Show, unser Scheißgelaber oder unser Scheiß, weißt du, du hattest die Wahl zwischen Scheiß. Nein, der Alert ist doch super. Ja. Der Alert ist super, aber natürlich ist der super. Das habe ich ja, das war ja auch gar nicht der Punkt. Weil ich habe ja geschrieben, ich habe glaube ich auch sowas geschrieben, so, ihr wollt halt wirklich keine Subs machen. Und das war, Wir machen keine, es spielt keine Rolle. Du glaubst auch. Nicht, Alter, das war nicht bezogen, weil ich den Alert scheiße finde. Also überhaupt, ich finde Alert geil, aber wenn, also du musst halt, also die große, jeder, der sagt, er baitet keine Subs, der macht seinen Beruf einfach nicht richtig, weil Subbaiten ist elementar und jeder Streamer baitet Subs. Wenn er das nicht macht, macht er seinen Job nicht. Der Unterschied ist nur, wie mache ich es? Mache ich es in einem, im moralisch verständlichen Rahmen oder baue ich eine Verpflichtung auf, ein Gefühl, dass man sich verpflichtet fühlt, dort subscriben zu müssen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und der einzige Grund, warum ich das kritisiert habe, ist, dass Subgifts super gut sind. Ne? Ich habe selber kaum Subgifts. Ne? Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es sind so, warte mal, 150 im Monat. Oh, Entschuldigung, ich muss kurz husten. Also es ist halt lächerlich wenig, im Vergleich zu anderen Communities, die da die 50-60% ihrer Gesamtzahl mit Subgifts reinholen. Und bei Subgifts ist wichtig, dass der Alarm, also dass dieser Alert nicht nervig ist. Und wenn man diesen einen langen Alarm nimmt und den einfach 10-mal am Stück abspielen lässt, dann nimmst du den Zuschauern die Motivation, das nochmal zu machen. Also du sagst dann so, ich sehe dann Programm, Karl, noch 10-mal hören. Ich sehe dann Programm. Der Streamcoach, Dekaldent. Kannst auch Kurs sagen. Wie wirst du ab morgen auf Twitch erfolgreich? Oder wie verdienst du kein Geld? Ich bin da gerade dran, ne? Weil dieses Owned 3D oder wie auch immer diese Piss-Plattform heißt. Da gehen doch alle gebannt. Kannst du jetzt mal irgendwie kurz piepsen oder was? Ja, Entschuldigung. Ich verwarne dich. Diese sehr fragwürdige Plattform bietet halt dieses Programm für 60 Euro an mit so drei Halbstarken. Und ich habe mir das gekauft, also ich habe 60 Euro. Ich weiß gar nicht, was das ist. Da gehen doch alle gebannt hin, nicht? Doch. Nein. Das ist, nein, das ist Mixer. dieses Programm habe ich mir gekauft und ich bin derzeit in der Sichtung und ich schreibe mir die Punkte heraus, die da besprochen werden und ich werde alle Punkte selber auf Video kritisieren, kommentieren und sagen, wie es wirklich ist und dann kostenlos zur Verfügung stellen und den Leuten den Mittelfinger zeigen und sagen, wer das kauft, geht zu einem, der wirklich sein Lebensunterhalt damit verdient, hört euch das da an und es kostet euch keinen Euro, ihr Pisser. Weißt du, so ein Ding. Weil einfach nur, weil mich das so wütend macht, das ist wirklich ein kritisches Thema. Diese Video-Coachings, diese Kurse sind ein sehr kritisches Thema bei mir. Und ich möchte da dagegen wirken mit allem, was ich habe. Und deswegen mache ich das tatsächlich. Also ich werde tatsächlich so ein Coaching machen, aber nicht so professionell KLS, so ihr werdet alle erfolgreich, sondern ich sage euch, ihr werdet damit wahrscheinlich nicht erfolgreich. Aber bevor ihr Geld dafür ausgebt, hört euch das hier an. Und realistische Einschätzung. Nicht Träume, Wünsche und macht das, weil ihr werdet sowieso erfolgreich, sondern versucht es, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. So, das ist schrecklich, das gibt es immer überall, oder? Karl, ist es egal, wo irgendwie in der Businesswelt, es gibt immer irgendwie nach einer gewissen Zeit irgendwie diese, weißt, das war ja auch bei Tupperware früher so. Ja. Ja, es ist doch wirklich Avon. So. Avon, genau, Avon hieß es. Ist halt ein etabliertes Konzept, ne? Also wirtschaftlich macht das sehr, sehr viel Sinn, aber dadurch, dass das hier, das Twitch und Streaming mein kleiner Mikrokosmos ist, beschäftige ich mich natürlich mit diesem kleinen Mikrokosmos deutlich mehr als mit allen anderen. Natürlich kann ich alle anderen Coaching-Angebote ebenso kritisieren, aber da habe ich weder die Kompetenz noch die Expertise noch sonst irgendwas, um mich damit ernsthaft zu beschäftigen. Aber in diesem kleinen Mikrokosmos-Streaming möchte ich dagegen vorgehen, einfach weil es mich hier bei uns in meiner kleinen Streaming-Wohlfühl-Bubble aufregt. Und ich nicht möchte, dass die mal mit 1 Euro verdienen. Ich möchte das wirklich nicht. Das ist auch keine Missgunst, weil die verdienen damit kein Geld.
Weißt du, da scheiße ich drauf, was die an Geld verdienen. Aber mir geht es darum, dass die gar kein Geld verdienen. Ich möchte, dass die damit keinen Euro verdienen. Das ist meine Motivation, weißt du? Wir könnten das auch machen. Ich lese das gerade im Chat. Wie wird man eine erfolgreiche Morningshow? Der Witz kommt nicht. Ach so. Ja. Okay. Doch. Doch. Ich habe nur gerade gelesen. Ich hab, immer wenn ich hier rüber gucke, lese ich gerade. Nee, ich meinte das untereinander. Du warst kurz ausgenommen. Ja. Ah, okay. Ja. Okay. Sehr gut. Fragen, habe ich gehört. Karl, Fragen. Discord von Glücksfuß. Wir haben noch eine Frage aus dem Discord. Frage an Karl im Podcast. Ja. Im Podcast in eurem schönen Alman Arabica. Erfolgreichen Podcast, muss erfolgreich. Man mal sagen. Wir sind ja, sind ja von Stay als Podcast Hansel getauft worden, nur ihr habt es besser gemacht. Ausrufezeichen ja. Karl an dieser Stelle. Da ist nämlich jetzt auch der... den lasse ich gelten. Frage an Karl. Im Podcast frönt ihr ja dem Konsum durch das Kaufen und zur Schaustellen von diversen Weihnachtskalendern. Findest du, dass dieses Verhalten nicht auch ziemlich dekadent ist? Wenn nein, warum ist das okay? Also die Frage ist, ob ich mit dem Öffnen von Adventskalendern bei anderen eine aktive Leuten Verkaufsförderung vornehme für diesen Kalender. Schwierige Fragen heute zum Verständnis. Ja, dann hat der Junge hat den Podcast noch nicht gehört, glaube ich. Weil wir sagen eigentlich grundsätzlich, dass das scheiße unnötig ist, was da drin ist und kritisieren da mehr, als dass es in irgendeiner Form eine aktive Werbung wäre. Also es ist natürlich, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass der Plan dahinter ist, dass wir nächstes Jahr die ganze Scheiße durch Produktplatzierung packen, ne? Aber auch dann ist es halt wichtig, wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann kannst du den Leuten auch bei Partnerschaften sagen, hey, wenn das Scheiße ist, dann sage ich das und dann sind die damit cool. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Wir verkaufen ja nichts als besser, als es ist. Kann man machen, aber im Endeffekt war es halt eine Idee, die wir hatten, um Inhalte zu füllen, weil wir Angst hatten, dass wir die halbe Stunde nicht voll kriegen und uns dann gedacht haben, ja, Adventskalender sind cool. Natürlich regt das zum Konsum an, aber ich glaube, da muss man sich ein Stück weit mit abfinden. Das ist halt wieder nur die Linie, die man für sich selber ziehen muss, ja. Werbung machen, ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Einfach weil es eine Einnahmequelle ist, die viel zu hoch ist, um sie zu ignorieren ab einem bestimmten Punkt. Aber die Grenze, die man für sich selber setzt, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mache ich auf Litfaßsäule und nehme jedes Angebot an, was mir entgegenfliegt? Oder aber selektiere ich und mache das, womit ich selber leben kann? Mhm. Und da finde ich, hab ich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Linie. Ich hatte 2019 hatte ich zwei Partnerschaften, eine über 3 Monate, wo ich dann gekündigt worden bin. Von Runtime übrigens wurde ich gekündigt, weil ich gesagt habe, dass das alles scheiße ist. Das habe ich, glaube ich, 3 Monate gesagt. Und dann irgendwann nach 3 Monaten haben die gesagt, Bruder, wir bezahlen dich doch nicht dafür, dass du halt jedes Mal sagst, dass das scheiße ist. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hört halt auf mit der Bezahlung. Und das haben sie dann auch gemacht. Oben ist halt sowieso so ein langfristiges Ding bei mir. Ich liebe halt Oben, die haben mir richtig aus der Scheiße geholfen. Die Leute hinter Oben sind cool, die Produkte sind teuer. Aber es ist halt ein Luxusgut, ne? Das sagen die auch selber von sich, die sind sehr, sehr realistisch mit ihrer Wahrnehmung, ihrer eigenen Produkte, ist halt ein Produkt für Leute, die gut verdienen und keinen Bock haben, sich selber so ein Teil zusammenzubauen, was deutlich kostengünstiger wäre. Oben selber sagt, baut euch selber einen zusammen, wenn ihr Budgetspieler seid oder Budgetstreamer oder sonst irgendwas, weil die Kacke ist halt wirklich High-End, ne? Mhm. Aber die Marge, die da oben drauf gepackt wird für Branding und selber zusammenbauen, ist auch im vertretbaren Rahmen. Das ist für mich alles total in Ordnung. Zudem sind die Leute hinter Oben die Besten, die ich habe in dieser Branche, habe kennenlernen dürfen, wirklich dürfen. Und ansonsten lehne ich alles ab. Ich hatte VPN-Anfragen, Gaming-Key-Anfragen, Protein-Pulver-Anfragen, Koffein-Pulver-Anfragen, Anfragen von Spielen, von Dis, von jenen, von Kleidung, von das. Wirklich, wenn du ab einem bestimmten, die flattern halt 5 E-Mails die Woche rein mit irgendwelchen Produktplatzierungsanfragen, die sage ich alle ab, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und deswegen kann ich mit mir selber ganz gut leben, was mein Konsumverhalten und auch der Haartransplantation, wie sie geschrieben, habe ich wirklich gekriegt. Alpizin oder was? Nee, diese ganzen Platzierungen, die jetzt bei YouTube reinbrettern hier mit diesen ganzen Spinnern, die in die Türkei fliegen und sich Haare transplantieren lassen. Die Anfrage hatte ich auch, sollte ich nach Türkei gehen, sollten wir einen Bart pflanzen lassen. Weil die irgendwann mal wohl gehört haben, dass mein Bart ist. Es ist halt kein Bart, ne? Es sind ein paar Schamhaare, wo man mit nassen Handtuch drüber gehen kann und dann ist das weg.
Und dann haben die gesagt, ja, du kannst da hinkommen, wir können dir ein Bart transplantieren, du hast ja volles Haar, nehmen wir hier hinten raus, packen dir ins Gesicht. Da habe ich gesagt, habt ihr eigentlich komplett einen an der Klatsche und dafür haben die mir halt 13.500 Euro geboten. Perverse Summe, aber Geld ist, wie gesagt, das ist wieder dieser glücklich, ich bin wahrscheinlich zu glücklich, um wirtschaftlich effektiv vorgehen zu können, weil selbst diese Zahlen sind für mich, ist viel Geld, ich würde das mit Kusshand nehmen und damit könnte ich super viel machen, aber Stand jetzt ist, ich bin so glücklich, dass mich das nicht interessiert. Also ich kann das ablehnen und solange ich das ablehnen kann, werde ich das ablehnen. Weißt du, weil das für mich einfach nicht vertretbar ist. Und um die Frage zu beantworten, ich kann mit dem Öffnen von Adventskalendern in dem Podcast-Format sehr gut leben. Karl, das ist dein Talent, das muss man einfach sagen. Trotz, dass wir hier total toll vorbereitet sind, also wir haben uns ja auch ein bisschen verändert. Du hast es heute gesagt, wenn du dir deine erste Folge anhören würdest, würdest du mit dem Kopf wahrscheinlich schütteln. Wir haben uns unsere erste Folge, unsere zweite, unsere dritte Woche angeguckt und haben den Kopf geschüttelt, ja. Und man entwickelt sich weiter, auf jeden Fall. Und vielleicht werden wir in einem Jahr nochmal zurück auf diese Sendung gucken und denken, ach du Scheiße. Aber es ist mehr Freestyle geworden und das ist auch dein Talent. Also neben deiner unheimlichen Stärke zu reden. Also selbst ich komme da nicht zu Wort und normal ist das doch mein Steppenwert. Ja, aber man hört dir auch gern zu. Man hört dir auch gern zu, genau, das ist es. Man hört dir gern zu, man hört dich gern philosophieren und reden und du hast spannende Thesen, bringst das auch gezielt immer auf den Punkt. Ich finde das gut und ich glaube, das macht auch euren gemeinsamen Podcast an dieser Stelle nochmal von dir und Stay aus, weil ich glaube, da seid ihr euch gar nicht so unähnlich, ja. Mm. Was ich viel spannender finde, ich kenne einige Top-10-Podcasts in Deutschland, also da kenne ich die Autoren dahinter persönlich und ich muss halt sagen, ich muss eins sagen, in welcher Finesse, wie du das heute sagst, ihr da durchfreestylt, ja, und einfach euer Ding macht und da oben, was die Zuhörerschaft angeht, mitspielt, während die anderen das komplett durchstrukturieren und durchschreiben, ja. Das ist halt frech, aber das macht das macht das Internet halt. Wir reden immer so viel über Negativitäten im Internet und was die Leute und bla. Das ist halt das, was solche Plattformen auch ermöglichen, dass Menschen die Chance bekommen, auch einfach mal loszulabern und das drauf haben. Und das war nämlich früher, das hast du heute auch gesagt, das war nämlich früher nicht so einfach. Früher hast du da oben, keine Ahnung, die Superstars singen gehört, du wolltest Sänger werden. Und wo willst du hingehen mit deinem Tape? Wo willst du das hinschicken? Und heute setzt du dich auf Twitch, YouTube oder was weiß ich was, trillerst in die Welt hinaus und vielleicht hast du die Chance, dass das jemand sieht. So, das ist das Tolle und das ist... etwas, was man ja hier jetzt auch sieht, an deiner Art. Also ich höre gern Leuten zu, die labern können. Da kann man auch mal klatschen. Da kann man hier Einspieler davon. Da kann man auch mal klatschen. Bramissimo. Ich höre jetzt den Alarm nicht, deswegen rede ich einfach. Wobei man da auch sagen muss, dass der Podcast nur aus einem Grund, also aus zwei Gründen so erfolgreich ist. Erstens, weil Podcast und Livestream kein großer Unterschied ist. Für uns ist das keine Umstellung. Wir machen einfach das, was wir sowieso täglich machen. Und zweitens, der hat eine unglaubliche Reichweite. Und meine ist auch nicht so kacke. Und wenn du das kombinierst und dann hast du schon mal per se eine Startreichweite und eine Startklickzahl, die dir das Ganze überhaupt erst möglich macht. Ja, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Podcasts, die sehr, sehr gut funktionieren, einfach nur, weil da eine Person dran teilnimmt, die im Internet schon Reichweite hat. Und da gibt es bestimmt Millionen von Leuten, die das deutlich besser machen und nicht ansatzweise so erfolgreich sind. Aber das ist halt der Lauf der Dinge, ne? So läuft das halt, ne? Hast du was? Aber die ist ja auch, die ist ja auch erarbeitet. Die ist ja trotzdem nicht. Wir hatten, du hast das damals mitbekommen, du warst im Chat, ich weiß das. Wir hatten ja damals Hugo Egon Balder zu Gast, ja? Der gesagt hat, ja, ein bisschen Glück gehört dazu. So, ne? Bumm. Ich habe ja damals gesagt, ja, okay, stimmt. Ja, natürlich gehört Glück dazu. Aber du musst dich trotzdem auch irgendwo ein Stück weit dahin, weil der ist ja nicht rausgekommen, hat gesagt, tada, hier bin ich. Und dann, ich bin der Hugo. Du musst dich ja trotzdem auch ein Stück weit zum Glück hinarbeiten. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo deine Arbeit vielleicht durch Glück belohnt wird. Vielleicht ist es trotzdem das Talent oder das Können, ja? Und da hat sich ja, egal ob du es warst oder auch ein Stay kenne ich noch aus Zeiten, da hat der H1 Simon gespielt und weißt du, wie ich meine so, ja. Und ich kann noch, da habe ich den auf der DreamHack getroffen, 2015 oder so, da ist der rumgelaufen, wir haben uns umarmt und ich habe gesagt, na, wurdest du noch nicht verprügelt oder was?
Weil, okay, weil das ist wirklich, das ist eine Entwicklung, die man mitmacht. Und da gehört immer super viel Glück dazu. Ich glaube, dass da ist mehr Glück als Können für verantwortlich. Vor allem, weil wenn du Reichweite hast, wenn du Zuschauer hast, ist es deutlich einfacher auch gefunden zu werden. Das muss man ganz eindeutig so betonen. Es gibt Leute, die sind wahrscheinlich sehr viel besser als viele führende Streamer, inhaltstechnisch. Die sind deutlich schlauer, die sind deutlich versierter, die sind moralisch wertvoller in ihren Nachrichten, als ich es jemals sein könnte. Die werden aber niemals entdeckt, weil die einfach nicht da oben stehen. Und weil neue Zuschauer viel eher an einem Produkt hängen bleiben, das sich schon etabliert hat, als dass die auf neue aufmerksam werden. Und da kann Twitch versuchen, was sie wollen. Das wird immer so bleiben. Die können dir noch so viele Newcomer in die Fresse drücken. Du ziehst es dir nicht rein, weil ein ganz, ganz großer Teil der Attraktivität von Twitch ist die Interaktion nicht nur mit dem Streamer, sondern auch unter den Zuschauern. Das ist ja ein Faktor, und der hört sich jetzt im ersten Moment sehr, sehr traurig an, aber ist es gar nicht, ist nicht verurteilenswert. Twitch ist eine Plattform für einsame Menschen. Denk mal drüber nach. Ja. Twitch ist eine Plattform für einsame Menschen. Wenn du sehr viel Twitch konsumierst, kompensierst du damit fehlende soziale Beziehungen innerhalb deines privaten Lebens. Und das ist nicht falsch, das ist nicht verkehrt oder kritikwürdig, weil das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr halt lieber mit euch selber seid. Ich bin da genauso, Mann. Aber so ein bisschen soziale Interaktion tut einem halt gut. Und wenn man die halt on demand kriegen kann, indem man auf Twitch konsumiert und dann halt in der Anonymität mit Leuten, die man auch teilweise täglich hat, da entstehen ja Freundschaften in solchen Chatrooms, in solchen Streamchats. Und das ist vollkommen cool, Mann. Aber dadurch, dass das eben so ein entscheidender Faktor ist, für viele Leute Twitch zu konsumieren, suchen die sich Communities aus, die inhaltlich, mit denen sie inhaltlich zumindest leben können, die aber eine große Menge an Community-Mitgliedern bereits parat haben, mit denen man potenziell Zeit verbringen kann, damit man sich nicht so einsam vorkommt. Hört sich jetzt super traurig an, aber ist gar nicht unterm Strich. Ist vor allen Dingen auch, ja, wir hatten das ja auch schon mit einem Gast hier, nämlich mit HC Dizzy, Einsamkeit im Netz. Es geht ja auch vielen Streamern genau so. Und dann ist natürlich auch nochmal die Connection, wenn man das so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen fühlt oder spürt oder auch, keine Ahnung, an der Stream-Präsenz oder dann fühlt man sich da natürlich auch wohl, verstanden vielleicht auch, nicht wahr? Wir haben das Thema auch vielleicht in Zukunft mit Karl könnte man so einen Jahresrückblick durch jedes Thema machen. Der sagt zu jedem Thema was. Zu jedem Thema, ja. Das ist jeder schon. Ey, ich lese das nur die ganze Zeit im Chat. Geht's Lea gut? Geht's gut? Ne? Geht's gut. Natürlich. Auf der Pfote. Die ist doch da hinten. Die macht Nagelpflege. Chat, macht Nagelpflege, Chat. Chat, bleib doch mal ruhig. Aber vielleicht, wenn wir gerade bei Lea sind, von RAM aus dem Discord, Frage an Karl. Ja, die Fragen gehen doch nur an Karl. Warum schreiben die das immer davor? Frage an Karl oder bist du heute Gast? Man weiß es nicht. Wann bringst du deine Spiegellichter in Ordnung, damit wir Lea auch mal abends erkennen können? Lach, Smiley. Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Ich bin halt ich bin halt sehr schlecht. Ich wollte sagen was beschäftigt, ja. Da bleiben andere so. Schlecht. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr schlecht. Ich bin absoluter Nichtskönner. Und die Kamera ist derzeit sehr, sehr dunkel eingestellt. Ich habe so eine DSLR-Kamera und da wollte ich was qualitätstechnisch rausholen, weil ich mir gedacht habe, es kann halt nicht sein. Ich benutze die gleiche Kamera wie viele andere und es sieht nicht so knusprig aus. Über Discord könnt ihr das übrigens nicht bewerten, weil Discord kodiert das Ding runter bis zum Umfallen. Also das ist jetzt nicht die Quali, die normalerweise on-stream zu sehen ist. Aber dennoch ist die sehr, sehr dunkel abends. Und das liegt wohl daran, weil die Blende falsch eingestellt ist. Und viele von meinen Zuschauern waren so freundlich und haben mir Schritt für Schritt Tutorials gegeben, wie man das einstellt. Und selbst mit denen bin ich zu dumm, das geschissen zu bekommen. Deswegen ist das die Antwort. Also ja, ich habe keine Ahnung von Technik. Ja, ich bin komplett überfordert. Das komplette Sound-Setup hier hat Stay eingestellt für mich. Also der hat das hier aufgebaut und angeschlossen und fertig gemacht. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt. Das würde keinen Ton abgeben, wenn ich das alleine hätte einstöpseln müssen. Ich kann das einfach nicht und ich bin auch zu dumm und zu ungeschickt, um mir das anzueignen. Aber das Schöne ist, der Darth Vader-Modus ist weg. Ja, das stimmt. Das lag halt daran, dass ich vorher so ein USB-Kondensator-Ding hatte. Und das hat
komische Karl, bevor wir vielleicht zum Abschluss Quiz kommen, so ein kleines Spielchen, was wäre eine Morning Talkshow nicht ohne Spiel? Eine Frage, du bist ja ausgewandert, das erste Mal in deinem Leben. Könntest du dir vorstellen, nochmal weiter zu wandern? Ja, ist der Plan. Also das ist, ich habe ja sowas wie finanzielle Freiheiten ermöglichen dir die Möglichkeit ermöglichen dir die Chance, in eine Zukunft zu blicken, die vielleicht vor ein paar Jahren noch utopisch wirkten. Und mein Traum ist es, also wenn ich wirklich einen Lebenstraum habe, dann ist es der, dass ich, und das ist auch glücklicherweise der gleiche, den meine Frau hat, Isa und ich, wir haben beide vor, unser Leben dem belgischen Schäferhund zu widmen. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, aber ich bin sehr verliebt in meine Hündin. Ich bin sehr verliebt in Hunde. Die sind halt einfach, das ist halt mein Lebensmittelpunkt, das ist mein Ausgleich, das ist mein Hobby, das ist mein bester Freund, das ist mein Alles, mein Ein und Alles. Ich hab's überall tätowiert, ich habe Geburtsdaten tätowiert, Namen tätowiert, Porträts kommt jetzt im April. Ich mache alles für dieses Tier und ich möchte mein Geld oder meinen beruflichen Erfolg in Anführungsstrichen dafür nutzen, diesen Tieren etwas Gutes zu tun. Und das bedeutet, ich möchte, wenn alles so läuft wie geplant, in 3 Jahren nach Irland mir da ein Haus kaufen mit so viel Grundstück, dass Isa aufhören kann zu arbeiten, weil Irland, die Steuer in Irland ist halt perfide. Da kenne ich welche, die wohnen da. Naja, die Steuer in Irland ist halt so niedrig, ich glaube, du zahlst 10% und kannst dich dann nochmal weiterhin befreien lassen, wenn du Künstler bist, ich weiß es nicht, aber es ist halt wirklich eine Steueroase für Selbstständige. Und dann wäre ich in der Lage, mit meinen Einnahmen unser Leben zu finanzieren, wenn es so bleibt, bisschen niedriger wird oder deutlich niedriger wird, auch dann noch, oder wenn es halt noch weiter wächst, dann erst recht. Und dann könnten wir uns darum kümmern, dass wir halt sowas machen wie ein Hundeauffangbecken für Schäferhunde in Not. Dass wir halt so eine Überbrückungsheim anbieten und halt wirklich voll ab. Ich meine, Lea ist eine der besttrainiertesten Hündinnen, die es gibt. Das habe ich wirklich gut hinbekommen. Also das haben wir beide gut hinbekommen. Die könnte auch, was Sozialisierung anderer Tiere angeht, einen sehr, sehr guten Beitrag dazu leisten, dass es den anderen Tieren besser geht. Und gerade der belgische Schäferhund ist einer, der sehr oft aussortiert wird, weil es eine schwierige Rasse ist, weil er sehr viel Aufmerksamkeit und Training und auch Förderung braucht. Und deswegen werden die oftmals mit einem Jahr, mit anderthalb Jahren in Tierheime gegeben. Beziehungsweise mit anderthalb Jahren, wenn man feststellt, dass sie vom Wesen her nicht für den Dienst geeignet sind, werden die auch vom Militär und Polizei aussortiert. Und die möchte ich aufnehmen. Damit möchte ich mein Leben, die Verwirklichung meines Wunsches wäre, dass ich mein Leben dem belgischen Schäferhund widmen kann. Sehr schönes Ziel. Schönes Ziel, auch mal kurz weg nur vom Steuerlichen, möchte ich mal sagen, weil das klingt dann immer so, ja natürlich, das ist auch etwas, was man offen thematisieren kann, ja. Es ist natürlich äußerst spannend, wenn du da so eine Ein-Mann-LTD aufschmeißt und dann nur noch 12,5% Körperschaftssteuern zahlst, die sogar noch verhandelbar sind. Richtig. Aber das mal am Rande ist, natürlich ein nettes Land für Tiere, wenn du aber, das ist sehr lustig, wenn du so eine Hunde Farm aufmachst, sage ich mal, ja. Bist du in Irland definitiv richtig, weil die Iren haben eine andere Bindung zu ihrem Haustier. Das bedeutet, die Tiere leben meistens draußen auf dem Hof. In dem Dorf, in dem ich lebe, Steffen ist da ja auch jetzt hingezogen, ist es so, dass wenn du draußen vor der Tür stehst, da kommen den ganzen Tag die Hunde vorbeigelaufen, so nach dem Motto, wie in einem schlechten Disney-Film, moin, wie geht's, moin, moin, so, ja. Die laufen den ganzen Tag rum. Ich glaube, wenn du so eine Farm aufmachst, die ist relativ schnell voll, ja, weil es laufen halt unheimlich viele Tiere. Aber wieder eine Rasse. Das, ich wollte nur sagen, es ist, wenn ihr da so Herzensmenschen seid, die könnte schnell voll sein, weil unheimlich viele Hunde halt den ganzen Tag einfach nur eine Hundeart oder bist du da nicht so gebunden oder wirklich nur die eine Hundeart? Also grundsätzlich finde ich alle Tiere, also alle Hunde und alle Tiere finde ich super und hab da eine Instant-Bindung zu, aber Schafe gibt es hier viele auch. Esel, ja, du kannst dann auch noch, du kriegst dann für auch Esel super. Kriegst du Geld. Du kriegst Geld, wenn du dir Esel auf dein Land dann stellst, kriegst du Geld vom Staat. Ja, das stimmt. Der Wahnsinn. Ja. Der Wahnsinn, aber nee, ich liebe halt Malinois, ne? Also ich liebe alle Hunde, aber Malinois ist halt so das Ding. Die sind damit, das ist so eine Thematik, mit der ich mich sehr, sehr häufig beschäftige und die haben teilweise ein sehr, sehr beschissenes Leben, weil die Leute
sich so ein Tier aus irgendwelchen Schwanzverlängerungsgründen holen und sich halt denken, ja, ich will so einen Polizeihund da haben, weil dann fühle ich mich, und dann verkacken die das Tier einfach komplett, und das ist so eine loyale, so eine liebe Rasse, dass ich da gerne für sorgen würde, dass, wenn es dann in die Hose geht, ich da intervenieren kann. Und Irland macht auch sowieso Sinn. Ich meine, du bist in 40 Minuten mit dem Flug zurück in Deutschland. Das dauert jetzt. Aus der Schweiz fahren wir länger. Und wie gesagt, ich würde lügen, wenn es nicht aus steuerlichen Gründen wäre. Also, ich könnte das auch irgendwo anders machen, aber Irland ist halt legit eine Steueroase. Und deswegen Ich sag immer, Irland ist zwar mitten in Europa, aber gefühlt in allen Dingen auch am weitesten weg von Europa, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist so eine ganz verrückte, man kann es nicht beschreiben, es ist so. Karl, prima. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Wir haben ein kleines Quiz vorbereitet bekommen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das will. Ja doch, ich will das. Karl, wir machen das jetzt. Es wird nochmal weihnachtlich zum Ende, ja. Sehr die gut. Liebe wer war es gewesen? Die liebe Carina. Carina hat das vorbereitet und wir wollen das natürlich... Dann fang du aber bitte an, weil ich habe die Lieder nicht so im Kopf. Okay, pass auf. Um welches Weihnachtslied handelt es sich, ja? Englische Songtexte wurden einfach ins Deutsche übersetzt. Viel Spaß, ja. Schreibt Carina. Ich glaube, die haben auch Fehler eingebaut für uns extra. Die haben auch Fehler für uns extra eingebaut, Karl. Oder der Google Translator war ein bisschen schwierig. Aber Karl ist doch eh immer Song erraten bei den Zwillingen. Worldwide Wohnzimmer, da bist du doch immer hier. Du bist dadurch, dass du die Jungs von Worldwide Wohnzimmer da immer wegbattlest, ja. Warum laden die mich nicht mal ein? Musik kann ich. Ja, warum laden die dich nicht? Warum laden die dich? Uns laden die auch nicht ein. So, das ist also Karl. Ich bin bei denen auf Twitter blockiert, weil, und das ist auch mein Fehler. Ich habe die mal in einem 2 Wochen Rhythmus habe ich die massiv für ihren fehlenden Humor kritisiert. Ja. Und das ist denen irgendwann ziemlich auf die Nerven gegangen und dann haben sie mich blockiert, zu Recht. Und ich denke mal, dass die einfach Angst hätten, dass ich diese Funkplattform nutzen würde, um Dinge zu sagen, die dann nicht verwertbar sind. Und deswegen... Ja, deswegen machen wir es heute mit dir. Okay, pass auf, dann machen wir hier Musikraten. Also ich englische will da auch gar nicht hin. Weißt du, warum ich da gar nicht hin will? Weil ich Angst habe, dass ich die sympathisch finde. Ich habe Angst, dass, wenn ich die kennenlerne, dass das sympathische Menschen sind. Und dass ich dann nicht mehr da reinhalten kann. Weil ich mir halt denke, ja, ihr seid halt eigentlich, die machen halt einen netten Eindruck, aber die sind halt unlustig. Und wenn ich die kennenlerne, hätte ich wahrscheinlich so, ja, ihr seid halt echt nett, ne? Euch kann man halt nichts Böses sagen. Weißt du, was ich persönlich bei denen gut finde? Ich kenne die mit ihrem ersten Video aus der Garage in Köln-Freschen. Und Freschen bei Köln, so rum. Und ich muss sagen, die haben halt immer an ihren fucking Traum geglaubt und dafür gearbeitet. Ja, Mann. Und das muss man den Jungs... Wir machen auch unsere bösen Scherze, aber das muss man denen zugute halten. Die haben immer dafür gearbeitet und das finde ich gut. Und ich dachte, die Begründung ist, du gehst nur zu Nummer 1. Ja, pass auf, jetzt, pass auf, hier, pass auf Deutsch. Ich lese dir den Text vor. Wie, du musst singen? Ich sing den Text doch nicht. Was ist denn falsch mit dir, Bruder? Ja, auf einem einspännigen Schlitten durch den Schnee sausen. Überall, wo man lang geht, hört man Lachen. Glöckchen an Bobtail läuten und heitern die Stimmung. Das ist Jingle Bells, ne? Da müssen wir gar nicht diskutieren. Guck dir das an, Bruder. Da kann man auch mal... Hier, ein Spieler tut mir leid, klatschen. Sechs Sekunden klatschen, sag nichts. Ich hab schon deutlich gehört, aber ich wollte ja vielleicht noch mal weiter vortragen. So, jetzt bitte nochmal wiederholen. Nochmal, wir haben nichts gehört. Ich hab schon vorher gewusst, aber das ist ja ein Klassiker, ne? Also den kennt man ja, ne? Jetzt wird's schwieriger. Nee, Quatsch. Doch, vielleicht. Lese vor, ich singe auch nicht. Wenn die Welt sich jemals ändert, entzünde eine Kerze in der Dunkelheit. Was? Nee. Da ist ein Quell der Inspiration in der Luft. Lass die Magie deine Tränen trocknen und dein Herz heilen. Ein wundervoller Traum von Liebe und Frieden für jeden, darüber sein Leben in perfekter Harmonie zu leben. Ein wundervoller Traum von Freude und Glück für jeden, um ein Leben zu feiern, in dem alle frei sind. Keine Ahnung. Das ist der Moment, wo man, wenn man das Lied kennt, es in Twitch-Chat schreibt, deswegen könnte ich es jetzt einfach rezitieren, aber ich kenne das Lied nicht. Ich kenne auch Wonderful Dreams nicht. Wonderful Dreams. Melanie Thornton. Okay. Ja, ach, macht die, ja Coca-Cola, die Coca-Cola-Werbung. Ja, die Dame, die beim Flugzeugabsturz da ums Leben gekommen ist. Ah, okay. Die Coca-Cola-Werbung, jetzt macht's Klick. Aber wie der Chat das weiß? Chat? Okay, der nächste Song auf Chat. Deutsch. Das wird jetzt lustig. Erst gebissen und zweitens schüchtern. Ich bleibe auf Distanz.
Doch du ziehst noch immer meine Augen an. Sag mir, Baby, bemerkst du mich? Nun ja, es ist ein Jahr her, daher überrascht es mich nicht. Ah, Last Christmas. Was? Last Christmas. Last Christmas. Ja, jawohl. 6 Sekunden klatschen hier. 6 Sekunden, wir hören wieder nichts. Xavier Naidoo. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wusste nur mit, es ist schon ein Jahr her. Das gibt's halt Preis, ne? Ansonsten hätte ich es auch nicht gewusst. Aber ist doch gut, was Mann. Was ist das nächste? Wir haben eins. Alter, ist ja voll. Was? Das kenne ich. Was? Ja, natürlich. Ach ja. Ja. Ich darf das ja jetzt nicht, dann weiß das doch, wenn ich summe, Mann. Das ist voll lang. Egal. Bist du ready? Ich bin immer ready. Der Twitch-Chat ist auch immer ready. Bushido, was? Er wusste zwei von... Karl, das ist schon mal gut. Du verteidigst deinen Titel. Es ist Weihnachtszeit. Du brauchst keine Angst haben. Zur Weihnachtszeit lassen wir das Licht herein und besiegen die Schatten. Und in unserer Welt voll Fülle können wir ein Lächeln des Glücks verbreiten. Umarme die ganze Welt zur Weihnachtszeit. Aber sprich ein Let Gebet them know für it's Christmas time. Wie heißt das nochmal? Bruder. Wow, what the? Wie heißt das denn? Ja, ja. Ja, ist richtig, Mann. Das war richtig. Band Aid. Ja, Mann. Ja, Band Aid. Ja, ja, weiß ich. Sehr gut. Was? Karl, das ist, du bist echt, also, er kannte das im Vorfeld nicht, Leute. Nee, er hat das nicht. Der hat gar nichts gekriegt. Wahnsinn. Pass auf, nochmal hier auf Deutsch jetzt, der letzte. Achtung. Ich möchte nicht viel an Weihnachten, da ist nur eine Sache, die ich brauche. Ah, das ist Mariah Carey. Wie heißt das? All I want for Christmas is you. Das ist aber auch geil. 6 Sekunden klatschen, wir hören wieder nichts. Ja, Wahnsinn, Karl. Alter. Easy. Karl, das waren alle. Du hast den Titel verteidigt. Du bist wirklich der... Ungeschlagene. Karl, wir brauchen ein Format. Heißt die Sendung hier bei den Brüdern da? Quiz. Erkennst du den Song? Ja, sehr gut. Du bist der ungeschlagene Meister. Karl, pass auf, ey. Wir haben das ja schon mal gesagt. Also wenn ihr irgendwann mal das organisatorisch organisiert bekommt... Ja. Nächstes Jahr ziehen wir ja um in so eine kleine Produktionsfläche. Dann ergeben, ich will nicht zu viel teasern, nee. Aber dann wird auch Stay unsere Einspieler mögen, weil wir ziehen dann in so eine Studiokulisse, die vielleicht auch nicht. Die das, wie vielleicht? Oh, Hundi! Die das untermalt nochmal ein bisschen, ja. Ja. Bringst den Hund mit, das wird spannend, ja. Carina schreibt gerade, die liebe Redakteurin, die das ausgearbeitet hat, da denkt man hat sich was Schweres ausgedacht und dann reißt er da so einen ab. Ja, er ist halt Karl. Der reißt immer die Hütte ab. Kennst du den Song? Also das Einzige, was so annähernd an Hunde rankommt, ist halt Musik, ne? Ich höre halt ganz da Musik. Ja, aber auf Deutsch. Und auch, dann auch noch. Alles. Ja, aber auf Deutsch. Ja, aber ich spreche fließend Englisch, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Also ich kann quasi instant übersetzen. Instant. Ja, das ist instant. I was in Australia for 2 weeks and ever since I even dream in English, you know? My name is Lisa. That's perfect. 18 years of age. Das ist doch wieder irgendwas, ja. Karl. Guck mal, der lacht wieder so. Karl, du bist auf jeden Fall dem Englischen schon mal mächtiger als manch einer, der in den letzten Wochen nach Irland gezogen ist, ja? Ich wollte es nicht sagen. So. So. Nee, aber wenn ihr, vielleicht nochmal ein kleiner Lifehack an der Stelle, ne? Ja. Ich habe in der Schule, war mein Englisch immer ziemlich beschissen. I had a very sick German accent, if you know what I mean, because that's the school English that you learn. And I learned the English language only because I heard from a very influential person in my life that the TV shows are even better when you hear them in the English original. That's true, so, yeah. So I started at a very young age to watch those TV shows in the original language. Very and good. Ever since, my English got better. Yeah, I hear it. That's really good. Thank you. No problem. Your English is really good, ja? Ja, Orange Kiss Cola. Ja, Orange Kiss Cola. Ganja. So, So, Karl, was planst du denn in den nächsten Monaten? Also es ist ja jetzt Weihnachten, dann Neujahr und dann hast du irgendwie 2020, also wir wissen ja in 3 Jahren, 2022, 2023 Irland, ja? Ja. Wie sieht's aber in den nächsten 3 Jahren aus? Ich mache keine Gedanken. Ich bete zu allem, was es gibt, dass keine großartigen Veränderungen kommen.
und dass alles so bleibt, wie es ist. Bleib, wie du bist. Wenn du, noch eine Frage, wenn du eine Prognose abgeben dürftest für 2020 oder müsstest, was glaubst du, wird so der nächste Trend im Netz und auf Twitch? Das ist gut, den können wir dann machen. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir gehen immer mehr in Richtung Glücksspiel. Also Glücksspiel wird jetzt nochmal eine ganze Weile bis zum großen Knall, wird das noch nach oben schießen. Es wird irgendeinen großen Knall geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann wird das schlagartig aufhören. Eine auf Twitch gebannte Person wird dann nach Malta ziehen und als einziger weitermachen. Alle anderen werden dann nicht mithalten können. Aber bis zu dem Knall glaube ich, dass das noch eine ganze Weile gut geht. Ich denke mal, dass der Drang auch immer mehr weg von der Spielebindung geht. Also du musst Variety bieten, Mann. Die Leute, das Publikum, diese Hardcore-Fans, die ein Spiel sehen wollen oder ein Spielegenre, das wird immer kleiner werden. Die Leute wollen Entertainer und keine Gamer. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Ich würde meinen Fokus mehr auf Entertainment legen, anstatt in einem Spiel gut zu werden. Und ansonsten kann man das sehr, 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 sehr schwer vorhersagen. Ne? Fortnite kam aus dem Nichts, PUBG kam aus dem Nichts. Das stimmt. Alles, was irgendwie kommt, kam und wird aus dem Nichts kommen. Da wird irgendwas einschlagen und dann ist das cool, aber ich werde den Trend nicht mitnehmen. Der kam auch aus dem Nichts. Du bist dieses Jahr auf jeden Fall. Du kamst auch, nicht so wirklich. Er kam ja aus der Szene, aber du bist auch eingeschlagen letztes Jahr, muss man einfach sagen, ja. War das letztes Jahr, Karl? Doch, es war letztes Jahr, oder? Dieses Jahr. Dieses Jahr war das. Wahnsinn. Karl, wir gehen zusammen mit Karl in den, wir haben ordentlich überzogen, Tama darf uns heute loben. Wir waren mal nicht im Fernsehprogrammmodus unterwegs, wir haben es länger geschafft als 12, ja. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, Karl. Du machst wir haben aber von Tama direkt eine Kelle bekommen am Anfang. Ja, du machst das uns noch Twitchler, ja. Ist doch gut, Bruder. Da muss ich los. Ja. Pass auf, wir gehen mit Karl zusammen ins Wochenende. Ins Wochenende. Was? Danke. Wen haben wir morgen? Klatschen darf man nicht. Gab es einen Clip letztens. Wir dürfen nicht mehr klatschen. Morgen Thomas Dippel zu Gast ist Koch. Gelernter Koch seit 20 Jahren. Wir reden über Essen. Da kann es nur gut werden. Am Mittwoch haben wir Schandmaul zu Gast. Schandmaul. Kennst du Schandmaul, Band? Nee. Folkrock? Kennst du nicht? Okay. Am Donnerstag Tommy Grabweis zu Gast. Mit Tommy werden wir ein bisschen auch über Weihnachten, Silvester und vielleicht Projekte sprechen. Und Projekte, ja. Und am Freitag sind wir zu Gast bei jemandem. Ja. Wir haben uns dazu entschlossen. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Vielleicht hat er es auf Social Media jetzt mitbekommen, aber wir klopfen einfach. Wir haben uns gedacht, Kickstarter mal ein bisschen on Tour. Wir platzen einfach mal bei Toro rein in die Bude und gucken mal, wie er so lebt und wie es da so aussieht. Wie lange ist er jetzt in Irland? Schon zu lang. Nein, Spaß. Der ist jetzt schon das auch schon Monate. Jetzt, ne? Was? Zwei Bitte? Monate, würde ich sagen. Ich glaube, zwei Monate. Nee, schon ein bisschen länger. Drei Monate, oder? Nee, um Gottes Willen. Nee. Er ist Ende September gekommen. Ja, Ende September. Ja, klar, Mann. Ja, die Zeit 25. Geht, September, glaube ich, oder sowas. Wir wollen uns das mal angucken. Wir wollen mal gucken, wie die Bude aussieht und was er da so macht, ja. Wir haben uns einfach mal kurzerhand eingeladen. Wir kennen den Landlord, deswegen war das so easy. Ja. Und ganz kurz noch, nächste Woche haben wir Spezialisten zu Gast. Wir reden über die Bedeutung von Weihnachten, die Geschichte von Weihnachten, Islam und christliches Weihnachten und dann noch, wie wirkt Weihnachten sich auf unsere Psyche aus? Und jetzt gehen wir Weihnachten feiern mit Karl zusammen. Bis nachher. Karl will doch noch was sagen. Ja, nicht? Letztes Wort. Ja, wirklich. Ja. Karl, wie immer, letztes Wort gehört unserem Gast. Bitte. Ja, Mann, da wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen werden, wenn ihr Kickstarter-Zuschauer seid von diesem großartigen Format, wünsche ich euch ein schönes 2020. Vergesst nicht, das Leben nicht so ernst zu nehmen, wie es zu sein scheint. Ja. Bleibt cool, bleibt geschmeidig und macht doch nicht so viele Gedanken, dann lebt es sich deutlich besser. Ich wünsche euch was. Macht's gut.